Halli, hallo, hallöchen und einen wunderschönen guten Tag. Na, wer steigt denn da gerade in sein Auto ein, um richtig Kohle ranzufahren? Wieder der alte Mann und der Kreisverkehr, die im Prinzip eine Person sind. Halli, hallo, herzlich willkommen zurück zu Factory Outlet Super Production Ultra Simulator. Und, Bock. So, das ist der traditionelle Bremsbalken vor dem Schiff. Den müssen wir einfach nutzen, denn ohne ihn wäre ein Bremsen gar nicht möglich. Leute, habt ihr bewertet, kommentiert? Jede Kiste, jede Hose ist ein Like. Das wäre toll, oder? Cool, dann bräuchte ich nämlich auch kein Steady mehr. Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr bei Steady immer natürlich reingucken. Also, ich hätte Steady immer noch, aber mit Gratis-Podcasts. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn wir im Monat 1,5-2 Millionen Klicks erreichen, dann hätte ich kein Problem damit. Aber offensichtlich ist mein Content nicht dafür gemacht. Aber das macht ja nichts. Ich mag das trotzdem und ich spiele immer wieder gern. Immer wieder weiter. Immer mehr Hosen. Mehr Sachen. Mehr Produkte. Mehr Produkte. Ich glaube, am Ende ist es nur noch, wir verkaufen am besten nur noch Designs im Laden. Eigene Designs. Damit machen wir dann die Kohle. Ne? Und der Rest ist Müll. Bieten wir gar nicht an. Machen wir nur Großhandel. So, jetzt brauche ich nochmal 32 Kisten. Dann haben wir den Deal auch schon abgeschlossen. Ah, und dann hoffen wir, dass wir noch mehr riesige Schuh- oder Hosendeals oder sonst irgendwas an Start kriegen. Ich glaube, ich kaufe mich echt durch diese Lizenzen durch, weil dadurch kriegen wir dann eventuell auch für die teuren Hosen und so die Super-Deals. Und damit machen wir die Asche dann. Und dann erweitern wir hier diesen kleinen süßen Laden. Ach ja, wenn man doch nur für immer 20 wäre. So, wie viel brauchen wir jetzt noch? Jetzt muss ich mal eben genau checken. Wir brauchen nochmal jetzt 32 Kisten. Mit 32 Kisten kommen wir aber. Die Frage ist, wie viele haben wir jetzt hier drin? 7. Also noch 25 Kisten. 25 Kisten. Das heißt, wir können erstmal ganz elegant hier zwei komplette Spuren durchziehen. Warum seid ihr eigentlich noch da? Die wollen auch, die haben irgendwie nie Feierabend, hä? Ich hab das Gefühl, ich bin schneller als der Mitarbeiter. Na gut, aber ich kriege auch das große Stück vom Kuchen, also kann ich natürlich auch das fürs große Stück arbeiten, ne? Der weiß gleich auch nicht mehr wohin, weil die Maschinen alle dann schon fertig sind. Aber ich bin ehrlich, also mit dem Laden habe ich das Gefühl, machen wir einfach keine Kohle. Laden, irgendwie kosten die Mitarbeiter so viel. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, jetzt haben wir hier 17, haben wir 18, dann haben wir 19. So, jetzt haben wir 19, dann ziehen wir nochmal komplett eine Spur durch. Wie schön. Noch mehr Kisten. Na ja, gut, es muss ja im Prinzip fast voll sein, das Auto dann. So 23, 24, 25.
Dann haben wir 26, 27, 28, 29, 30, 31, also noch eine Kiste dann. Nehmen wir die hier. Und dann, zack. So. Können wir schon aufpacken alles. Schön aufpacken. Aufpackbrötchen. Mutter, Mutter. Was ist Brötchen, Junge? Die Kinder sagen, ich sehe aus wie ein Aufpackbrötchen. Das stimmt, mein Junge. Oh, dieser 17K-Deal, ey. Ich hätte gerne noch größere Deals. Oh, ist das geil. Gerade kommt bei mir das erste Mal seit Tagen mal wieder so ein kühler, frischer Wind durchs Fenster rein. Ah, ich konnte seit Tagen nicht streamen, ey, weil ich nur am Ballern bin. Aber es ist irgendwie auch irgendwie ein Rausch. Ein geiler Rausch. Desto mehr ich jetzt baller, desto mehr ich mich anstrenge, desto mehr kann ich dann genießen, wenn ich's brauche. Aber ansonsten bin ich gerade echt 24-7 eigentlich durchgehend am Aufnehmen. Zwischendurch schlafe ich mal 4 Stunden, mal mittags eine Stunde oder so, einfach um wieder Energie zu resen. Und dann geht's weiter. Dann wird geknattert. Naja, aber so ist das halt im Leben. Ich meine, wäre ich ein echter cooler Großhändler, dann hätte ich ja auf jeden Fall aber auch irgendwie Personal, welches für mich hier arbeitet und so. Das ist aber im Moment gar nicht Macht irgendwie, was ich gemein finde. Das finde ich sehr gemein. Bestellung abgeschlossen. Sehr geil. Ah, 24K. Eigentlich müssten wir nur die teuren Lizenzen kaufen. Ja gut, aber die teuren Lizenzen kosten auch teuer Material, wobei wir mittlerweile ohne Probleme auch uns teuer Material leisten könnten, ne? Ob das Auto jetzt da oder dazwischen oder gerade steht, das macht ja keinen Unterschied. So, ihr zwei Süßen, ich mache jetzt erstmal hier mit euch einen ganz coolen Deal aus. Großhandel, was haben wir da? 14K, hier ist wieder was Krasses. 690, Forever 20 White Jeans. Okay. Auch wieder Forever 20 und dann nach Europa? Was wollen die in Europa mit diesen komischen Hosen? Naja, ganz ehrlich, nehmen wir. 690 Forever 20 White Jeans. Warum gehe ich da weg? Rohstoffe. Weißer Stoff wahrscheinlich, ne? Wegen White Jeans. 70. Dann nehmen wir nochmal hier 70 Knöpfe. Und 70 billige Reißverschlüsse. Bestätigen. So, warte mal, da passen 18 Kartons drauf auf die Palette, ne? Ich kaufe mal noch Paletten. Ich kaufe mal noch Paletten. Innenraum. Palette. Immer noch 2 Paletten mit. Okay, was? 25 New irgendwas? So, dann kaufen wir noch eine Maschine. Oder vielleicht gleich 2. Hätten's ja. Wir hätten's ja da. Gucken, ob es noch dahin passt. Es wird der Wahnsinn. Es wird der Wahnsinn. Yes. Warte mal. Wie weit kann ich das? Guck mal. Das Ding hat keine Hitbox. Also können wir die Paletten auch hier gegenüberstellen. So, da können wir später noch eine Maschine hinknallen. So,
Hosen, Grey Jeans, Forever 20, White Jeans. So. Black, White, produzieren. 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 Ja. Produzieren. Jetzt kommen wir rein. Jetzt kommen wir rein, Leute. Jetzt wird produziert. So sind eigentlich diese Dinger hier auf dem Boden. Kann man hier so einzelne Abteilungen errichten? Wäre ja auch mal ganz cool. So, der hat jetzt richtig zu rennen hier. Der hat jetzt richtig zu rennen. Schade, dass wir die Tore hier in der Mitte nicht aufmachen können. Produziere jetzt nur noch palettenweise. Bis wir das Geld zusammen haben für den... Ey, ihr wisst schon, da für den... Okay, der wird wahrscheinlich durchgehend rennen nur noch jetzt. So, überall, wo kein Schnee liegt, kann gelaufen werden, gell? Der arme Kerl, Alter, er hört's nur noch piepen. Und er denkt sich, warum tun sie mir das an? Warum? Ich hab nichts getan. Sollen wir mir ein bisschen helfen? Ich weiß nicht, wohin, die hat's gepiept, ich kann es nicht sagen. Leute, wir holen das Beste aus dem Produkt. Überall in jedem Produkt ist ein bisschen Kreis Industries. So, hier sind wirklich immer 6, 12, 18, 36. Also wenn wir alle Paletten voll haben, dann sind wir auf jeden Fall weit genug. Nehme ich ihm weg die Kiste, so. Okay, da war irgendwas verwirrend. Ey, wie schnell wir mittlerweile auch so einen Großauftrag abfertigen können, ne? Ohne Problems. Ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, was der Kerl hier macht. Hier muss es ganz schön nach Chemie riechen. So, es wären 18. Plus 18. Sind 36. Plus 18.
Was ist das für ein Strich? Ach so, die Sonne geht auf oder unter. Na komm, wir machen die Paletten voll. So, und dann können wir mal auch so langsam mal gucken. Ey, räumt ihr mir die einfach wieder voll hier, die Butze. Dann machen wir erstmal den Wagen voll, das müsste ja reichen. Ja, dann kann der jetzt erstmal da in Ruhe weiter abpacken. Hey, hallo. Nur noch produzieren und knechten, Leute. Nur noch produzieren und knechten. Schade, dass ich nicht hier so einen Stapler habe oder sowas, ne? Wo ich einfach mal ein bisschen reinstapeln kann. Wollt ihr immer noch Hosen da? Junge, beruhig dich. Ich dachte ja, wir könnten mehr Mitarbeiter einstellen. Also für, ne? Wäre halt gut, wenn wir jetzt mittlerweile hier zwei hätten oder so. Vielleicht geht das ja irgendwann ab einem gewissen Level. So, dann haben wir jetzt einmal... ja. Komm, jagen wir hier nochmal durch. Wahrscheinlich, wenn ich beim letzten wieder angekommen bin, bin ich... Hat der erste schon wieder alle Hosen draußen. Auch als Feind von Hosen muss man halt, andere Leute mögen es halt, ne? Das muss man akzeptieren. Wohin müssen wir denn? Zum Schiffchen. Der Typ da hinten, der hört es nur piepen und denkt sich, oh mein Gott, ich hasse mein Leben so sehr. Nee, so rum bitte. Und dann so rum. Dann so rum. Ja, und so kannst du erstmal stehen. Wie das hier? The Heavy Industry. Warum kann... Das meine ich hier. Hier steht doch so ein Stapler rum. Wieso kann der mir nicht alles abnehmen? Wie schnell er ablädt mittlerweile hier, ne? Da kommt das Schiff nicht mehr hinterher. Die denken sich, what the hell geht ab mit diesem Kerl? Er ist ja nur in seiner kleinen Fabrik vor allen Dingen, da in meinen 5 Quadratmeter. Ich wette, wegen Abluft und so ist das auch gar nicht, ne? Ich meine, die Chemikalien vom Druck und so, ne? Das ist, so Farbe ist ja nicht jetzt unbedingt ein sehr naturelles Produkt. Gehe ich mal einfach ganz frech jetzt mal davon aus. So. Dann brauchen wir noch 31er Kisten, ne? Ja. Dann brauchen wir noch 31er. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Ah. Na, wenn du, irgendwie haben wir ja auch keine krassen Fixkosten. Also wir produzieren, wir haben die Materialien, die sind recht günstig. So, schauen wir doch mal, wie viel haben wir denn drin jetzt? Nix. So. Hä? Nein, wieso ist die Mülltonne jetzt? Haben wir einfach die Mülltonne verschoben. Wollte ich nicht. Ein paar Kleinigkeiten fehlen halt noch, dass du auf den Paletten
Oder irgendwo so eine Anzeige. Ja, gut, du kannst zählen. Aber eine Anzeige ist einfacher. So, 23, 8 Kisten noch. 8 mal Hose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiste, gib mir die Kiste. Gib mir die Kiste. Gib mir die Kiste. Los, tu es, gib mir die Kiste. So, 31er haben wir jetzt, oder? Ja. Sehr gut. Und dann haben wir schon wieder Cash gemacht. Für eine gute Sash. Also, Ziel ist es für mich, ich weiß nicht, wie viele Episoden es werden am Ende des Tages. Ziel ist für mich, hier alles fertig zu kriegen, weil es ja auch mal eine einmalige Gelegenheit ist, ein Spiel nicht mittendrin zu unterbrechen und es halbwegs so weit zu kriegen, dass man sagen kann, okay, ab hier macht es jetzt keinen Sinn mehr, noch weiter zu spielen. Weil man im Prinzip alles freigeschaltet und alles vergrößert und weiß ich nicht, was hat. Aber ich habe noch massive Produktionsdinger gesehen. Also es geht wahrscheinlich noch ein bisschen größer im Lager, in der Produktion. Im Hauptgeschäft vorne. Also wollen wir natürlich erstmal gucken. So. Hä, warum bin ich hier hinten an der Wand? Voll wegteleportiert. Oh. 16k sind jetzt da auf meinem Konto. Hurra. Ich glaub, der Mann auf dem Schiff zahlt den Ball. Er hatte graues, schütteres Haar. So, wunderbar. Guck mal, da sind wir wieder. Bam. Gucken wir jetzt gleich. Wir gucken mal eben, ob wir gleich einen neuen Auftrag an Land ziehen können. Oder ob da noch irgendwas uns in die Quere kommen könnte. Großhandel. Hier ist so ein 11K-Ding wieder. Agape. 11k, ne. Wo sind meine Lizenzen? Shopping? Nein, Quatsch. Hier. Lizenz. Guck mal, ich kann im Endeffekt hier. Paul Wing Klein. Boah, die kostet 65k, die Lizenz. Okay. I shit my pants for the Lizenz. Oh, weia. North Slope. Ja, jetzt wird's teuer. Guck mal hier, die Nixie-Hosen, die kaufen wir mal. Dann kaufen wir noch Nixie-Schuhe. Dann kaufen wir noch Underover. So. Und Underover-Hosen. Ja, jetzt sitzt aber echt. Und Underover-Schuhe. Okay. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Haben wir ein neues Großhandelzeug direkt bekommen, oder? Nee. Das heißt, wir müssen dann erstmal das Zeug machen hier, ein bisschen Gappe liefern, aber das machen wir beim nächsten Mal. Leute, ich begappe mich und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch allen da draußen viel, viel Spaß mit diesem Projekt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao!